Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Freising, die Domstadt an der Isar. Wissen Sie, Freising hat immer so ein bisschen was Bildungsmäßiges. Aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber unter anderem habe ich mich da auch mal bilden dürfen. Aber heute sprechen wir nicht über Schule, sondern über ein Attribut der Bildung, nämlich über Bücher. Bücher sind ja mittlerweile ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil alle ihre Reader haben und ihre Texte auf dem Handy lesen. Lesen Sie auch die Zeitung auf dem Handy? Nein, überhaupt nicht. Sie sind eine brave Frau, Frau Metzger, jetzt habe ich es vorgespannt. Ja, ich bin da sehr altmodisch. Ich glaube, die Mehreren sind ja altmodisch, weil das Alter natürlich auch schon fortgeschritten ist bei den Herrschaften. Nein, wir wollen heute über ein Buch sprechen, das hier in Freising vor kurzem erschienen ist, das sich sehr gut nicht nur in Auslagen macht, sondern auch von den Menschen gekauft wird. Und der Herr, der vor mir sitzt, der Ernst Keller aus Viholzen, der hat dieses Buch geschrieben. Das, wie für die Buch ist es eigentlich, Herr Keller, was Sie geschrieben haben? Das ist jetzt mein drittes Buch. Dritte. Genau. Also erste war die Chronik von Viholzen, genau. Zweite war die Chronik über das Schloss Ottenburg und das war jetzt das dritte. Wobei dieses dritte Buch ja eigentlich das Nebenprodukt von einem Kinofilm ist, gell? Das, genau. fand ich ja so spannend. Er hat nämlich einen Kinofilm über ein historisches Ereignis gemacht. 18. April 1945, Angriff amerikanischer Bomber hier auf Freising mit sehr, sehr vielen Toten. Da haben sie einen Film gemacht. Wie lange hat dieses Projekt gedauert? 2013 ging es los. Also der Auslöser für das ganze Projekt war an sich die Aufklärung eines Flugzeugabsturzes in Viholz, also zwischen Viholz und Weißenhausen, ist durch diese Jagdmaschine runtergegangen und das haben wir, war verschollen. 70 Jahre lang und dann haben wir diese Geschichte aufgeklärt und das war eigentlich der Auslöser für das ganze Projekt, kann man sagen. Mhm. Und dann haben wir habe ich weiter recherchiert und haben wir das mit der Filmkamera festgehalten, die Stationen bis zur Klärung des Falles. Und nachdem ja praktisch diese eine Geschichte zu wenig gewesen wäre für einen Film, haben wir halt andere Geschichten dazu genommen. Unter anderem diese Geschichte, Herr Keller, wenn ich Ihnen ins Wort fallen darf, hätte die Qualität für einen Spielfilm. Völlig problemlos. Also das mit diesem Unteroffizier Koch, oder wird der geheißen? Schmidt. Das ist eine hochdramatische Geschichte. Ja, genau. Bloß man hat ja keine Aufnahme von dem. Beutel gibt es, ein Foto, ja, glaube ich. Fotos gibt es jede Menge, klar. Da sprechen wir nachher noch drüber. Das ist mir wirklich eine ganz interessante Geschichte. Ein Schicksal. Und dann mit dem Schicksal wieder unglaubliche andere Schicksale verknüpft. Und dann haben sie also den Film fertig gemacht. Und als dann diese Herrschaften den Film angeschaut haben, haben sie dann gesagt, oh, warum hast du mich nicht gefragt? Wir könnten nur so viel erzählen, oder? So ungefähr war es, ja. Wie alt waren Sie dort? Ich war damals 2 Jahre. 2 Jahre? 2 Jahre und 2 Monate. Und den Film habe ich rein zufällig gesehen. Mhm. Und habe natürlich Sachen erfahren, die ich vorher nicht gewusst habe. Mhm. War ziemlich aufwühlend, das Ganze. Besonders, wie dann das Kapitel Koch-Bäcker-Gasse gekommen ist. Und ich war mit meiner Enkeltochter im Kino und dann hat sie auf einmal gesagt, du Oma, ich glaube, die reden von dir, wie da der Herr Probst erzählt hat. Also, und dann haben wir uns eben mit dem Herrn Keller in Verbindung gesetzt. Mhm. Und dann haben wir uns mit Herrn Probst getroffen und noch mit ein paar so Zeitzeugen. Und dann haben wir eben Sachen erfahren, die wir vorher nicht gewusst haben. Es war also. Können Sie sich an das kleine Kind erinnern, dort meist? Glaube ich, also unterschwellig. Und zwar weiß ich das, weil der Stoppfahrer, der war unmittelbar nach dem Angriff, war der bereits mit seiner Haushälterin, war der da drum in der Koch-Bäcker-Gasse und hat gegraben. Und sie haben mir dann auch gesagt, der hat einer dann entdeckt, weil wir sind ja dann gleich, meine Mutter hat mich gepackt, verstehen Sie? Und dann sind wir gleich fort zum Onkel nach Erlaunaus, gell, nach dem Angriff war das. Gell. Also den Angriff, den haben wir dann erlebt auch. Gell. Also, wie alt waren Sie dort meist? Ich war damals 6 Jahre. 6 Jahre? Ja, ja. Und haben Sie eine Erinnerung? Aber das also, vergisst man nicht. Gell. Absolut. Habe ich da eine Erinnerung, wenn ich Dank zu machen, dann sehe ich heute, wie die Flieger rübergekommen sind, vom Bahnhof rüber. Da war der erste Eindruck, war das, weil meine Mutter war gerade drin im Haus und hat putzt, das weiß ich auch noch. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt haben sie einen feindlichen Flieger abgeschossen. Ja. Habe ich gemeint, dabei haben die abgesteckt. Wissen Sie, das waren die ersten Pfadfinder, die Christbaum, haben da so Rauchzeichen. Aber, und dann habe ich gesehen, so kleine Bohnen, das waren dann schon Bomben. Ja. Und dann sind wir natürlich im Luftschutzkeller, im Haus. Ja, hat es da vorher keinen Alarm gegeben? Normalerweise, wenn es doch, doch schon. Doch, das war dann, wir sind ja immer sind wir in den Luftschutzkeller gegangen. Ja. Aber nach
nachdem, dass wir erfahren haben, dass da am Domberg drum sind amerikanische und englische gefangene Flieger, die wo da stationiert waren da drum, ja, haben wir gesagt, ja, wenn, die schmeißt du nicht, auch für die eigenen Leute, ja, schmeißt du dir keine Bomben, gell? Ja. Und ja, ich muss mal sagen, auf dem Knabenseminar, das war dem, ja, Innenhof vom heutigen, genau, Diözesanmuseum, da war groß oben diese Buchstaben drauf. Wie waren die, glaube ich, da? POW. Prisoner, ja, of War. Genau. Prisoner. Und da habt ihr gemeint, da konnte dann freisinnig, ja, nichts passieren. Ich meine, Moosburg zum Beispiel ist ja auch nicht bombardiert worden, weil, wie mir mein Kameramann gerade vorher erzählt hat, war da ein riesengroßes Kriegsgefangenenlager. Ja, genau. Ja, Stalag war das, ja. 7, 8, ja. Also, dann sind die Bomben gefallen. Und was haben sie dann gemacht? Ja, also da müsst ihr, denke ich, jetzt aussehen, wie das passiert ist. Ich bin also da draußen gestanden im Hof, habe also da geschaut, dann habe ich meine Mutter so vorgepackt. Da habe ich im Keller, in dem Haus runter, sind wir im Keller drunten gewesen, mit zwei Tanten von mir. Gell. Also die waren auch da mit drunter, waren wir kurz drunten. Ne. Dann hat es schon geracht überall und dann sind wir, sagt meine Mutter, sagt, Mensch, wir müssen ins andere Haus übergehen. Das ist viel, hat mein Vater, also mein Großvater, hat gesagt, wenn irgendwas ist, dann geht's bitte, wenn es euch verstecken müsst, in den Keller im anderen Haus. Okay. Dann sind wir raus, also drauf, dann sind wir über das, unmittelbar drüber auf der Straße gewesen, also Gasse, Pickergasse war das. Okay. Sind wir also da rüber, dann war ein Wind war da, während das rüberlaufen, das weiß ich noch, überall zugegangen ist. Und dann sind wir ins Haus rein, drüben, also in der Koch-Pickergasse 11 war das. Dann war ein Ding, also der Mieter in dem Haus, das war ein älterer Herr. Da hat meine Mutter gesagt, ging es mit den Kindern und da hat er gesagt, nein, ich habe rheumatisch. Hat er gesagt, ich gehe nicht oben, da verkälte mich gerade. Dann sind wir in den Keller runter. Das waren, wissen Sie, früher die Türen, so Falltüren waren das in den Keller runter. Ja, wo man aufgemacht hat, ja, ist man oben gestiegen. Ja. Dann sind wir da runter und wie wir drunten waren, hat es eine Schäfer da. Dann ist von der Tür von oben runter Balken und der Mörtel und alles zugegangen ist. Gell. Und waren wir also da drunten mit nur Familie. Und verschüttet, oder? Verschüttet. Ne? Verschüttet. Ja. Und das ist der Clou war das. Also, dann waren wir also drin, was auf einmal Maisalstadt. Ja. Keiner hat sich mehr gerührt. Auf einmal hört man, hast du die Wasserleitung zerrissen im Keller drunten. Und sind wir hergelaufen, oder? Ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber Angst haben, das haben die alle schreien angefangen im Keller. Gell. Ja. Stockfenster, alles nichts gesehen. Dann hat meine eine Tante gesagt, Mensch, da muss doch irgendwo das Kellerfenster sein. Ja. Also dann haben sie mit der Hand grob, ja, jetzt, ja, da ist schon ein bisschen Licht. Also grob, dann haben sie also das freigelegt. Jetzt ist aber da ein Gitter drin gewesen. Wissen wir, wie wir früher gehabt haben mit Gitter. Ja, klar. Jetzt haben die eine Tante von mir, die hat da eine Kraft entwickelt, die hat da gerüst und gerüst und hat das rausgebracht. Ja. Also dann sind wir nacheinander, sind wir direkt rausgekommen. Dann der erste Eindruck, was ich gehabt habe, die Straße so hoch von lauter Dachplatten. Also das ist mir, als Kind ist mir das in Erinnerung geblieben. Und dann sind wir also raus, dann sind wir, ja, dann war als erstes der Hund von meinem Onkel, der ist rumgelaufen, der hat schon den Fliegerangriff unbeschadet überstanden. Und dann hat er noch, das war ein Landwirtschafter bei meinem Onkel, dann hat er noch eine Sau gehabt, wie man sagt. Die ist dann auf der Straße rumgelaufen, die hat auch reingefällt. Während dann festgestellt worden ist, im Stall, da hat er 7 Kühe drin gehabt, also Kühe. Und da waren die waren alle tot, bis auf eine, der hat das Kreuz abgehaut, die haben sie also dann noch geschlachtet. Und dann sind wir also raus, wie ich gesagt habe, dann habe ich einen Pfarrer gesehen, mit seiner Haushälterin, das ist mir ein Eindruck gewesen, wie er geschaufelt hat. Und da muss er einer dann entdeckt haben. Meine Mutter, und dann war es so, dann, jetzt, was tun wir, meine Mutter, mein Vater war ja im Krieg, dann sind wir, ja, jetzt waren wir da, da sind Radl drin im anderen Haus, jetzt war aber das eine Ruine, jetzt hat sich meine Mutter nicht mehr reingetraut. Weil sie gesagt, wenn ich da reingehe, fällt mir das runter. Und dann war beim Hertinger, das war eine Werkstatt, die haben Fremdarbeiter gehabt, Franzosen. Und
bis die sind auf einmal da dahergekommen, zwei waren es, glaube ich, ja. Da hat meine Mutter gesagt, bitte, können Sie das Radl rausfinden, vielleicht, die trauen wir nicht. Das ist der Neue, hat ihr Radl raus und dann hat sie mich auf den Hintersitz gesetzt, also vom Radl. Und dann sind wir weg nach Tündnerhausen gefahren. Also Erlau, da war mein Onkel draußen, der wo eine Landwirtschaft gehabt hat da draußen. Und was war mit Ihrer Frau Mutter? Wir waren verschüttet. Mhm. Wir haben ja das Haus Nummer 7 gehabt in der Koch-Becker-Gasse. Und wie der Angriff war, da sind wir leider Gottes ins Nachbarhaus rüber. Da hat die Freundin von meiner Mutter gewohnt mit ihrem 10-jährigen Sohn. Und die hat Angst gehabt. Und dann sind wir da rüber. Und da müssen schon die ersten Bomben gefallen sein. Meine Mutter hat mich gepackt und wir sind übers Kopfsteinpflaster. Und da ist schon die erste Druckwelle gekommen. Und dann sind wir ins Haus rein und das Haus war aber nicht unterkellert. Und jetzt waren wir praktisch zu viert unterm Küchentisch gesessen. Und das sind Erinnerungen, die weiß ich noch persönlich. Weil echt? Das weiß ich noch persönlich. Ich sehe mich noch unter dem Tisch, neben mir meine Mutter, ja. Neben mir die Frau Huber, also das war die Freundin, und der Heribert. Und dann weiß ich noch, ich habe rausgeschaut aus dem Tisch und da war das dunkle, so ein Küchenbuffet und so ein Volksempfänger da was, und dann hat es irgendwann gekracht und das Haus ist aber euch zusammengefallen und der Tisch hat standgehalten. Wahrscheinlich nicht, weil meine Mutter war schwer verletzt. Mhm. Ich war dann, das weiß ich natürlich nicht mehr, wir waren bewusstlos und ungefähr ein paar Stunden später haben uns eben dann der Stadtpfarrer und Sanitäter waren noch da, der Pfarrer Brei, hat uns ausgeräumt und dann, das weiß ich auch noch, ich war dann auf so einem Küchenstuhl, haben sie mich gesetzt, ich war unverletzt, ich habe nur eine leichte Stirnwunde gehabt und vor mir war meine Mutter verschüttet, da hat nur der Kopf aus den Trümmer geschaut, die hat geschrien vor Schmerzen, die war schwer verletzt und das weiß ich noch, also persönlich, das ist ein Eindruck, den weiß ich noch. Die Frau Bauer, die war unverletzt und der Sohn war tot, also da kann ich mich nicht erinnern, wie es die raus haben, aber das sind so Eindrücke, meine Mutter ist ja dann eine Woche später im Krankenhaus dann verstorben, genau. Herr Riedl, Sie waren, oder haben wir vorher erzählt, Sie waren der Wirt vom Grünen Hof in Lehrfeld draußen. Haben Sie den Dortmund auch schon gehabt? Nein. Ich bin 1930 geboren. Ich habe am 1. März das Lernen angefangen, beim Altersberger Bahnhofstraße 11. Und Metzger. Ja. Mhm. Und wir haben einen Franzosen gehabt, einen Kriegsgefangenen und einen Tschechen, alles Arbeiter. Und noch ein Bösel Alfons, der war in München ausbombardiert. Der hat weitergelernt bei uns. Mhm. Und da war noch ich noch und der Seniorchef, der Juniorchef. Und wie die erste Bombenreise wird eigentlich mehr. Was waren das eigentlich für? Wissen Sie, was das für ein Wochentag war? Das war ein Mittwoch, Nachmittag um 3. Ich habe schon Geschlacht gehabt, ne? Ja, wir waren fast schon fertig mit der Arbeit. Ja. Viel Arbeit soll es noch nicht geben, weil es haben eine Presse gemacht worden und so ein bisschen was und so weiter. Und was halt der Marken verkauft worden ist und ein bisschen Fleisch und so. Ja. Und wir waren schon. Muss man sagen, auf dem Marken, da haben wir praktisch so Bezugsmarken braucht. Da hat es immer Marken gegeben. Das alles. Auf teilweise Leber und so Sachen sind auch voll mit Marken verkauft worden und andere Sachen, gell? Vorresten, hat man gesagt, die Wampen von den Viecher, die ja auf Viertelmarken und so, da hat es ein bisschen, und reine Fleisch hat es Marken gegeben, normale Marken. Ja. Und, Also, ihr wart mit der Arbeit fast fertig und dann ist es losgegangen, ne? Jetzt habe ich Sie nicht verstanden. Sie waren mit der Arbeit gerade fertig geworden, haben wahrscheinlich gerade einen Tisch geschrubbt. Ne? Wir haben noch ein bisschen zusammengewaschen. Ja. Also, muss man ja jeden Tag alles waschen in der Metzgerei. Und dann ist die erste Bomben gefallen, die ist ein bisschen weiter weg gewesen. Und da haben die Fenster reingeflogen. Wir haben ein großes Ding gehabt, eine große Fensterfront, und die sind reingeflogen. Ich habe mich dann hinter einer Maschine hintergelegt und dann sind wir raus. Und wir haben aber früher, wir haben nie im Luftschutz gegangen. Und wir haben über die Flieger zugeschaut. Du bist drüber geflogen, sind hoch, drüber haben wir die zugeschaut, wenn wir fertig waren. Weil die haben wir ja gesehen. Die Viermotorigen, die ganz schweren Dinger, die sind Richtung München, Richtung Augsburg, Nürnberg und so weiter. Die haben wahrscheinlich von Italien hergekommen. Mhm. Und
Und dann habe ich hinter der Maschine hintergelegt und dann sind wir raus. Wir wollten wieder dahinter, wo wir irgendwann ausgeschaut haben. Und der Juniorchef, der war gerade im Kühlraum drin, der hat blärt da rein und da haben wir dann den Bombenangriff überstanden. Weil er betoniert war, oder? Weil dahinter waren wir alle da gewesen. Das war dann zum Hirschbeck hinter. Ja. Und da waren wir alle da gewesen. Und dann, wie das rüber war, mein Radl war 5 Meter zu weit hingestanden, war kaputt. Ich habe einen zweiten Stock drum geschlafen. Da waren noch ein paar Mehlsäcke, die waren auch kaputt. Und drin, also Reserve halt so, weil man halt früher unter den Krieg noch gehabt hat. Ja, ja. Der Altersberger war ja nicht arm. Und, ich habe da geschlafen, mein ganzes Kleidungszeug war alles kaputt. Das Radl war kaputt und ich bin dann jeden Tag mit dem Geschäftsradl, mit dem kleinen Geschäftsradl, wir fahren ein kleines Radl hinter Grässers, ja. Bin ich jeden Tag nach Gransberg gefahren. Ja. Bis wir wieder, zum Liefern? Nein, nicht zum Liefern, sondern heimgefahren. Ach so, weil mit Gransberg. Ich habe nicht schlafen können mehr. Ich habe mein Zimmer war kaputt. Okay. Und wo die anderen geschlafen haben, das war noch schon noch ganz. Aber es war halt auch demoliert. Aber die haben da schon noch geschlafen. Die erste Nacht, glaube ich, haben sie mit Becker-Roth geschlafen. Mhm. Okay? Mit Becker-Roth daneben. Und denen ist nichts passiert? Na, uns ist nichts passiert. Die Tragel sind geflogen drin und fest was. Aber die Pumpen, also entweder war es eine kleinere Pumpen, aber die ist 3 Meter daneben runter. Wir haben ja nur einen ganz schmalen Gang gehabt, weil da hinten, wo der Kühlraum war. Ja. Und das ist alles zum Haunen übergegangen und da war alles kaputt. Und bei der wann sind Sie denn Wirt in Lehrfeld geworden? Wann war das? 56. Ja. Als ich zur Welt kam, wurde dieser Herr Wirt im grünen Baum, unglaublich. Ja, ich war 6 Jahre in Altersberger. Ja. Bis 51 und 3 Jahre war ich in Schönbrunn. Schönbrunn war es auch? Ja. Eine Klosterschwester? Ja, als Metzger. Okay, da war es ein schön Vergleich zu Altersberger. Das war ja gerade zwischen Heu und Himmel. Okay, ich war der einzige Lehrling. Und, wie alt sind Sie jetzt eigentlich? Ich bin 87 in ein paar Tagen. Da sind Sie aber noch fit. Vor allem im Hirn. Herr Keller, meine Frage. Ich habe gerade vorher gehört, dass diese Bomber praktisch diese Bahnstrecke München-Freising-Moosburg gequert haben. Wenn ich am Bahnhof angreifen möchte, dann darf ich das nicht so machen, sondern darf ich der Bahn nachfüllen. Weiß man das, warum die so komischen Flugweg gewählt haben? Was man weiß, was man konkret weiß, das ist, dass von Südostengland gekommen sind die beiden Bomberverbände, die 401. und die 457. Bombgrupp. Und nach Zeitzeugenaussagen haben sie gesagt, haben sie dann scheinbar einen 90-Grad-Haken. Nein, wir haben einen Zeitzeugen übrigens, der wird beschrieben auch im Buch oder hat im Film auch da gesprochen und der hat gesagt, da haben sie im Amperthal irgendwie einen 90-Grad-Haken eingehauen und sind dann über uns drüber. Aber schon dann Richtung Norden sind sie dann rauf. Der Herr Probst, glaube ich, hat das noch genauer gesehen. Der war, hat das selber erlebt. Haben Sie gesagt, wir sind von Leerfeld gekommen? Bitte? Wir sind von Leerfeld gekommen. Ja, die sind von da rüber gekommen. Freilich, wir sind in Koch-Begergasse. Das war ja praktisch im Süden, wenn ich es Freising kenne. Hauptstraße und dann praktisch Nürnberg. Ich denke nur nach, weil die hätten ursprünglich doch Traunstein angreifen sollen. Ja, ja. Dann war es der Wolke, dann sind sie zurückgeflogen, haben dann im Ampertal eine Kurve gemacht, sind dann Richtung Süden, dann haben sie nochmal Runden und dann sind sie zurück. Also das war schon ganz schön chaotisch, weil die geflogen sind, oder? Und haben Sie Kontakte zu denen? Woher wissen Sie das alle? Ja, zu diesen ehemaligen, zu diesen Unterlagen von diesen Logbüchern und so. Ich habe natürlich lange nur recherchiert. Also wie gesagt, im Internet ist einiges drin und es gibt in den USA verschiedene Archive. Die deutschen Archive übrigens, die geben sehr wenig her über diese Vorgänge, weil die meisten Unterlagen vernichtet worden sind. Also? Ja, genau. Also, aber die Amerikaner haben das minutiös festgehalten alles. Also es gibt ein Nationalarchiv in Washington zum Beispiel. Und dann gibt es vor allem diese Archive von der 401. und 457. Bomb Group Association heißen die. Mhm. Die geben sehr bereitwillige Auskünfte und sind auch sehr interessiert an den Recherchen und sind fast dankbar, wenn sie da weitere Erkenntnisse gewinnen. Die haben da scheinbar einen ganz anderen Bezug zum Krieg. Amerika hat ja den Krieg gewonnen. Und drum der Gewinner tut sich da immer leichter. Ja. Ja, genau. Herr Brandner, Sie sind hier vom Krieger- und vom Soldatenverband Freising. Habt ihr auch so ein Archiv, wo sowas, oder wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen? Ich vom Krieger- und Soldatenverein Vöttinghohenbauern, unser Vorstand,
den ich nachher übernommen habe, der hat da also eine Chronik gemacht. Und dann ist das festgestellt worden, dass 7 Personen von Vötting da umgekommen sind. Und in dem Buch sind auch 2 Kinder auch drin, ja, die Schweigerkinder. Und dann haben wir mit Herrn Keller das praktisch raus und haben gesagt, ja gut, du, es sind 7 Personen bei uns umgekommen, der und der, und die haben nachher auch Totenbilder dabei gehabt. Und das haben wir jetzt im Krieger- und Soldatenverein Vötting, Hohenbachern, beziehungsweise die Stadtarchiv, das hat das Buch gekriegt. Und der Herr Huppensteiner, der ist ja jetzt leider verstorben, der hat das, den anderen Band, und das bleibt bei einer Familie. Und jetzt sind halt bloß 2 so Stücke da. Mhm. Das heißt, Stadtarchiv. Stadtarchiv gibt es auch noch was? Ja, der hat, weil wir das übergeben haben, ein Stadtarchiv, und das andere ist beim Herrn Huppensteiner. Mhm. Wie oft habt ihr jetzt den Film gesagt in Freising? Oh, das kann ich gar nicht mal sagen. Es ist, ja, sehr oft eigentlich. Wir waren im Asam-Saal, der war sehr ausverkauft. Dann waren wir in der evangelischen Kirche. Ihr habt sowas verlangt, einen Eintritt? Nein. Wir haben gesammelt für die, Kriegsgräber. Wir haben praktisch für die Kriegsgräber gesammelt. Und dann haben wir im Vöttinger Hohenbachern auch den Film gezeigt. Dann waren wir in Fahrenshausen, in Massenhausen. Ja, eigentlich den ganzen Landkreis sind dieser Film. Das ist interessant, gell? Und waren das jetzt nur alte Leute, die da gekommen sind, die das miterlebt haben? Da waren schon junge auch dabei, die wollen das schon wissen, was da passiert ist. Vor allem im Kino ist mir aufgefallen, haben wir immer vorher vielleicht, das Publikum haben wir ein bisschen so betrachtet, weil es war für uns auch interessant, wie man da überhaupt anspricht, weil die Befürchtungen waren schon da, dass vielleicht nur alte Leute kommen. Und die Jungen sagen, hört mal auf mit dem alten Schmarrn, so ungefähr. Aber so war es nicht. Also die haben sich sehr interessiert gezeigt und haben gefragt dann zum Beispiel die CSU in Freising, die Junge Union, hat eine Veranstaltung gemacht, auch wieder mit Zeitzeugen. Und da gab es dann eine Diskussion dann, die haben also unsere Zeitzeugen befragt, wie das dann war, wie sie das persönlich erlebt haben und so weiter. Und es waren ja fast nur junge Leute und die haben sich da wirklich sehr interessiert für diese Geschichte. Lustig. Wenn man, für mich als Kind war das auch irgendwie ein ganz komisches Herangehen an diese Geschichte. Also einmal haben wir dort in Garching in der alten Schule gewohnt, da war mein Vater Lehrer. Da haben wir hinter so einem überhausten Treppenaufgang haben wir dann so eine Brandbombe gefunden. 2 Teilen zerbrochen, die lag da nur rum, zusammen mit so einem Luftschutzhelm. Das war so ein grau angemalter Wehrmachtshelm gewesen. Ja. Ja. Und dann später in Verholzen, da habe ich eine Zeit lang gewohnt bei ihm in der Nachbarschaft, weil mein Vater dann auch Lehrer war. Da sind wir dann oft durch den Wald gestrommert. Und ich hatte zuvor ein Buch gelesen, wo von einem kleinen Buben erzählt war, der sich in einem Fuchsbau versteckt hat. Und da wollte ich es dann ein paar auch wissen, ob ich in einen Fuchsbau reinpassen darf. Und in einem Fuchsbau hat man am besten in 2 Löcher reinschauen können. Das waren so Gruben mitten im Wald, die also Krater, also Notabwürfe von eben so amerikanischen und englischen Bomben gewesen sind. Und da stand ich als Bub diverse Male in so einem Krater drin und da ist so Fichtenreihe gewachsen, war es noch total gut mit so einer Wurzel und darunter ist das Loch reingegangen. Und ich denke, da beiß ich nie rein, da ist ein Sticker. Gell? So hast du das als Kind dann irgendwie, und da kommst du dann nicht so an den Neuen ran. Na, heute ist natürlich die Zeit lang vorbei. Aber, Damen und Herren, es gibt da noch so eine kleine Geschichte, auch im Wald von Fürholzen, Massenhausen, haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten, wo dann auch wieder so eben Erinnerungen hochkommen, besonders bei den Elternherrschaften. Und da möchte ich auch noch ein bisschen drüber reden, dass man mir sieht, was dafür Schicksale mit solchen Geschichten wie Krieg oder solche Geschichten verknüpft sind. Unglaublich. Aber dazu in Kürze mehr. Holen Sie sich in Ruhe was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder in der Plantage in Freising, um über das Schreiben von Büchern zu sprechen. Und zwar über so Geschichtsbücher. Normalerweise ist ja der Mensch als solcher Geschichtsbücher nicht unbedingt hold. Also man hat ja normalerweise, haben Sie Geschichtsbücher, Meng?
Früher nicht. Jetzt sehr, aber als Kind hat man da kein Interesse. Aber, ich hatte jetzt uns geschrieben, nämlich über, haben wir vorher schon drüber geredet, einen Luftangriff, den einzigen auf Freising, bei der sehr viele Freisinger, ich glaube 200, oder? 224 zum Leben gekommen sind. Interessanterweise bin ich auf diese ganze Sache dadurch gestoßen, dass die Ernst Keller in Verholzen an der Straße Richtung Massenhausen im Wald buddeln hat lassen bei ihm. Wir hatten eine Zeit, dass da ein deutsches Jagdflugzeug abgestürzt ist. Ne? Ja, das ist eigentlich von vom Verein der Bayerischen Flugzeughistoriker ausgegangen. Die waren auf der Suche nach so ungeklärten Fliegerschicksalen. Und die haben eines Tages angerufen und haben gesagt, ob mir was bekannt ist, ob da irgendwo bei uns in der Gegend einmal jemand abgestürzt war. Weil sie erfahren haben, dass ich Heimatforschung mache bei uns. Da habe ich gesagt, ja, sicher. Und der Bauer Gruber, der Birmer, der alte, der hat mir die Stelle gezeigt. Das war nur eine kleine Mulde mit drei verkümmerten Fichten. War also schon ein Zeichen, dass da was im Boden schlummert offenbar, wegen der Schadstoffe. Genau, und dann sind sie so gekommen und sind sie mit der Sonde drüber gegangen über die Mulde. Auf Anhieb haben sie ein paar Teile gefunden und dann ging es weiter. Nach 8 Tagen kam dann der große Fund. Und zwar ein Typenschild, der hinter dem Motorhaben, Verkleidung, haben sie gesagt, war das. Und da war alles drum gestanden, alle relevanten Daten für die Identifizierung der Maschine und auch des Piloten. Ja. Und dann hat sich eben rausgestellt, ein gewisser Kurt Schmidt aus Gera in Thüringen mit 19 Jahren damals abgestürzt. Genau, und dann habe ich in Gera weiter recherchiert, ob nicht da noch jemand lebt aus dieser Familie. Und das war dann der Hammer, das Ergebnis von der ganzen Geschichte. Und dann hat sich rausgestellt, wir haben da einen Aufruf gemacht in der größten Thüringer Zeitung. Und da meldet sie sich dann am Samstag abends um 7:45, hat bei mir das Telefon geläutet und weil sie eine weinerliche Stimme sagt, sie ist die Helene Dünger, heißt die Frau, und sie ist die jüngste Schwester des Gesuchten. Und sie hat es fast nicht glauben können. Als vermisst hat er gegolten bei einer. Gell? Und so haben wir Kontakt aufgenommen, hat mir Beutel geschickt und so weiter. Und dann hat sie in alten Unterlagen gekramt. Und dann findet sie ein Schreiben von der evangelischen Gräberfürsorge, wonach die Todesnachricht an den Vater gegangen ist damals. Alexander Schmidt hat der geheißen. Das heißt also, sie haben dem Vater das mitgeteilt, dass der Sohn gefallen ist. Sie wussten nur nicht genau wo. Aber diese Todesnachricht hat der Vater nicht an seine Frau und an die Familie weitergegeben. Jetzt waren die alle der Meinung, der ist halt irgendwo vermisst. Und die Mutter hat bis zum Tod gehofft, dass er wieder zurückkommt, weil er hat es aus dem Grund nicht weitergegeben, weil vorher schon die zwei älteren Brüder gefallen waren. Und das war der dritte und letzte Sohn und da war er eben der Meinung, dass das die Frau nicht mehr verkraftet hätte. Und jetzt ist es aufgekommen, eben nach 70 Jahren, dass er das gewusst hätte und die Familie hat er da also im Unklaren drüber lassen. Und die haben halt alle noch gehofft bis zum Schluss, dass vielleicht wenigstens der dritte Sohn noch heimkommt. Ja. Das war der. Ist, glaube ich, dann in Hochmutting ist der bestattet. In Hochmutting haben es, genau, da haben es mehrere so ungeklärte Flieger. Die haben jetzt tatsächlich vom Krieg- und Soldatenverein Massenhausen im Wald an der Absturzstelle haben die praktisch ein kleines Kriegerdenkmal errichtet. Genau, so ein Denkmal ist das. Das ist das erste Kriegerdenkmal, tut mir leid, wenn ich das auch an Sie sage, wo ich eine gewisse Sinnhaftigkeit sehe. Verstehen Sie das? Weil was ein Kriegerdenkmal immer mir so unangenehm aufstößt, dass jeder von diesen armen Schweinen, die ums Leben gekommen sind, einfach nur so als ein Name von vielen in Erscheinung tritt. Verstehen Sie das? Normalerweise müsste das für jeden was aufstellen. Ne? Oder sehen Sie es anders? Nein, ich sehe es nicht anders. Wir sollten immer an das denken und auch diesen Volkstrauertag, den soll man aufrechterhalten. Mhm. Man sieht aber, dass sehr wenige da Interesse haben. Wir haben ja im Freising ja den großen Volkstrauertag mit unseren Kriegervereinen vom Freising, die kommen ja. Wie viel gibt es da? Wir haben neun Stück haben wir noch. Ja. Aber zwei können schon gar nicht mehr gehen. Ich bin ein Kriegerverein in Lerchenfeld. Ja, da ist der Schmidt-Vorstand. Der ist ein Vorstand von Kriegerverein in Attaching. Der war Kriegerverein, Vorstand in Attaching, der ist nicht mehr. Der ist jetzt nicht mehr. Nein. Aber es wird Bevölkerung in der Kirche gänz noch, aber dann draußen am Kriegerdenkmal. Da sind halt wenig Leute. Ja, es waren in Lerchenfeld waren schon mehr. Ja, man kann sagen, in Lerchenfeld waren es mehr, weil ich selber dort war. Ja, aber es war wieder auch sehr schlecht. Gell? Ja, aber man muss immer sagen, das ist die zentrale Feier von der Stadt Freising und Kreiskriegerverband. Und da sind ja die ganzen Kriegervereine auch da.
ich sage jetzt einmal, wir waren diesmal 14 Fahnen und die Bundeswehr, aber die Bevölkerung stellt sich da kaum hin mehr. Das ist, ich bin ja auch nicht mehr in Kirche, verstehen Sie? Ich meine, das ist das Problem, oder? Das ist das ganz große Problem. Und warum sollt ihr immer da hin? Das machen wir. Die haben ja keinen Bezug mehr dazu, die Jungen, gell? Das ist Geschichte alles. Gell? Also, ja, jetzt warten wir ein bisschen, bis der nächste große Krieg wieder daherkommt. Gell? Kannst du da warten, oder? Wir sehen es ja, wenn es so weitergeht. Wahnsinn. 90 Zeitzeugen haben Sie befragt. Herr Keller, merkt man eigentlich noch, dass da so dieses Trauma, was dort natürlich bei Haufer zurückgeblieben ist, noch fortwirkt oder haben die Leute das verarbeitet? Nein, sehr wohl. Also ist natürlich völlig unterschiedlich, wie die Leute reagiert haben. Ich muss dazu sagen, 70 ungefähr habe ich befragt zum Film. Okay. Und nach dem Film haben sie wieder so circa 20 gemeldet, unter anderem die Frau Metzger. Mhm. Sonst wären wir auf die Geschichte gar nicht gestoßen. Darum habe ich auch dieses Buch eigentlich geschrieben, weil neue Geschichten dazugekommen sind und damit einfach dieses Wissen und diese Erkenntnisse nicht verloren gingen. Das war eigentlich der Grund dahinter. Und die haben sehr unterschiedlich reagiert, wie die Frau Metzger, die erzählt da ganz locker über diese Geschichte, wie ihre Mutter da gestorben ist und so. Andere wiederum haben unter dem Gespräch aufgehört zum Erzählen, haben gesagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr weiterreden und die ganzen Erinnerungen kommen wieder hoch und ich erlebe das alles wieder von vorne, was auch beim Film der Fall war. Da haben sich auch etliche Leute gemeldet und haben gesagt, das ist ihnen sehr nahe gegangen und zwar, und jetzt nach dem Buch noch mehr, muss ich sagen. Ich kriege jetzt fast jeden Tag irgendeinen Anruf aus irgendeiner Ecke, die jetzt auf das Buch gestoßen sind und sagen, Mensch, da war ich vorher dabei, gell, bei der Geschichte oder bei der Geschichte. Und jetzt wird mir das erst bewusst, was wir damals erlebt haben und so weiter. Gell. Ja. Das ist echt der Anstoß zur Vergangenheitsbewältigung. Ja. Wenn die Leute miteinander reden, das ist eine Trauerbewältigung. Ja. Auch, ne? Ja. Das haben wir jetzt sehr gut erlebt in der Kochbäckergasse zum Beispiel. Gell. Ja. Die Frau Metzger hat da Kontakte aufgenommen mit Herrn Probst. Die haben sich ja früher gar nicht gekannt untereinander, oder? Nein, also, eigentlich nicht, aber sie war da noch zu klar. Aber sie haben dann genau die Kontakte aufgenommen. Jetzt sind wir auseinander im Grunde. Ja, nicht mehr. Ja, ja. Ja. Und, ja. Wie alt sind Sie eigentlich? Ich bin jetzt 78. Ja, fit, ja. Schaut mal gut. Nein, was ich interessant fand, ich bin ja also im Nachhinein zum ersten Mal auf diese ganze Sache gestoßen, als ich gar nichts davon gewusst habe. Da habe ich mal eine Sendung gemacht, hier in Freising gedreht, über so einen irren Typen, Burm, vielleicht so 16, 18 Jahre, der mir erzählt hat, dass in seinem Elternhaus umgeht. Da sind wir hingefahren, da waren seine Eltern aber nicht da, sondern er. Und dann fängt er auf einmal an, wie so in Trance, in seinem Zimmer die Wand zum Aufhacken an. Mit der Maurer haben wir da in die Wand reingehaut. Ja. Ich meine, der spinnt. Aber das war genau die Ecken da, wo dort mal so relativ weit vom Bahnhof entfernt, also ein paar Häuser im Freising von ein paar so Blindgängern nicht, von ein paar Fehlabwürfe irrtümlich auch zerschlagen worden sind. Und da denke ich mir halt oft, weil vielleicht ist da irgendwie noch was blim und das hängt jetzt in den, das war die alte Stadtmauer, glaube ich, wo das hingebaut worden ist. Gell? Ja, das ist der Graben, der Graben, ja. Der untere Graben. Wir haben einen oben Graben mit. Ja, wo ist denn oben? Geht das nach der Isar, nach der Fallrichtung oder andersrum? Mein Stefan her ist oben. Ja, dann war das der untere Graben. Ja, ja, ja. Haben Sie eigentlich auch noch was erlebt, dass so Leute auch noch irgendwie, man denkt immer, also metaphysische Geschichten? Ja, also das war ganz interessant. Im Übrigen, wir haben ja schon mal einen Film gemacht gehabt über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich diese Geschichte. Im Winkelmeier, im Willi, ja, oder? Genau, da war diese Geschichte ja mit den Krimmer Brüdern, die drei, wo alle drei gefallen sind und so weiter. Und da ging es eigentlich schon los. Was ich immer wieder bemerkt habe, dass es viele Leute haben erzählt von so Phänomenen, dass sie von dem Soldaten, der also da gefallen ist an der Front oder jetzt beim Fliegerangriff im Freising, dass die irgendwie vorher noch eine Nachricht bekommen haben von dem, dass sich der gemeldet hat. So übersinnliche Wahrnehmungen waren das, genau. Und auch dieser Heilmeier, den ich da in dem Buch beschreibe, da war das insofern was Besonderes, weil er sogar einen schriftlichen Nachweis hatte. Hat er vom Toten einen Brief bekommen oder was?
Er war, wie gesagt, in Wien oder in Linz auf der Donau auf einer Fähre und da hat er plötzlich so Gemütsschwankungen gekriegt, also Halluzinationen und sich denkt, was ist jetzt los? Er hat einfach das Gefühl gehabt, es ist was Schlimmes passiert. Und dann hat er sein Tagebuch rausgenommen, das er immer geführt hat während der Kriegszeit und hat Datum und Uhrzeit eingetragen. Mhm. Also ich gedacht, jetzt möchte ich wissen, was da los ist. Und dann ist er weitergefahren und irgendwann steigt dann ein von Marzling, sie waren auf der Donau Richtung Passau und sagt, du übrigens hast das schon gehört, jetzt hat es Freising nicht erwischt. Sagt er, nein. Und dann hat er schon so... Das war praktisch zu der Zeit, als dieser Bombenangriff erfolgte. Genau. 2003. Genau. Und da hat er gesagt, ja, Gott sei Dank, hoffentlich ist meiner Familie nichts passiert. Ja. Gell? Und dann kommt er halt... ein paar Wochen später an im Freising, auf einem reparierten Gleis. Dann empfangen ihn seine Eltern wortlos am Bahnhof. Und seine Mutter gibt ihm eine Schachtel. Und öffnet er die Schachtel und sieht, es sind ein paar Stofffetzen und der zerrissene Ausweis von seinem jüngsten Bruder. Der war damals 15 Jahre alt, hat bei der Post gearbeitet, bei der Reichspost am Bahnhof. Und dann sagt er, das konnte nicht wahr sein. Er sagt, dein Bruder hat es erwischt beim Bombenangriff. Und dann ist ihm natürlich sofort das in den Sinn gekommen, ob das zusammenhängt mit seiner Halluzination. Dann nimmt er sein Bier heraus, schluckt auf, blättert ein paar Wochen zurück und ist genau der Tag und die Uhrzeit identisch mit dem Tod seines Bruders. Ja. Genau. Ich bin solche Sachen immer sehr skeptisch. Ja, das sagt man oft. Können irgendwelche Strahlen, verstehen Sie? Ich weiß, das, was man heute noch nicht entdeckt hat, verstehen Sie? Das kann ja sein, dass da was dran ist. Gell? Was in unseren Nerven passiert, ist Energie. Ja, eben. Und wenn die Nerven immer sind, dann wird die Energie frei, weil sie Energie nicht vernichten lässt. Wohin geht diese Energie? Das ist eine ganz einfache physikalische Geschichte. Das Interessante ist, mein Großvater, der hat auch in der Nacht, als mein Onkel hingerichtet wurde, weil er eine Flasche Schnaps geklaut hat, wohlgemerkt, in Lübeck, da bei Aufräumungsarbeiten, ist er standrechtlich erschossen worden. In den letzten Kriegstagen. Da hat der einen totalen Albtraum gehabt und hat eben geträumt, dass der Bub im Meer treiben, der war bei der U-Boot-Waffe, von einem Sägefisch zersägt wird. Dann war alles rot. Und das hat er dann meiner Mutter erzählt und meine Mutter hat es mir erzählt. Also, und das, man kann es nicht glauben, aber irgendwas muss ja dran sein. Es gibt ja eine Gedankenübertragung. Ja, ich meine, was ist das dasselbe? So Gedankenübertragung, wie funktioniert das irgendwie? Man könnte jetzt als Physiker sagen, durch Schwebung oder durch Resonanz. Wahrscheinlich ist sowas. Der Mensch ist ein Messinstrument, sage ich. Das Allerbeste, das man hat. Ja. Herr Keller, also als der Luftkrieg nach Freising in unsere Heimat kam, im Kastner Verlag erschienen, Ernst Keller hat es geschrieben, also nicht Keller Verlag, sondern Ernst Keller ist der Autor. Was wird das nächste Buch? Liebt sie Ihre Frau noch oder weniger? Eigentlich, ich habe schon ein ganz anderes Thema angefangen gehabt. Und dann im Frühjahr 2013 kam diese Geschichte mit dem Flugzeughistoriker. Ich wollte eigentlich was machen über die Gerichtsbarkeiten im Kreis Freising. Also so hat es da gleich mehrere gegeben, oder was? Ja, da hat es einiges gegeben. Ich habe ganz interessante Geschichten schon recherchiert, hauptsächlich im Staatsarchiv. Genau das wollte ich eigentlich machen und dann kam das dazwischen. Und jetzt, ich weiß, die Chronik von Verholzen gelesen habe, wie gesagt, da war ich mal 3 Jahre als Junge eines Schullehrers gewesen, hat er schon 2 Mordfälle. Wie viele waren es, hat er recherchiert? Ja. Genau. Der grabt sich dann nicht irgendwie all die Akten ein. Und dann kann er es nicht lesen. Da fragt er jemanden und sagt er, ja, Herr Keller, heißt mittlerweile schon Sütterlin gern, der Keller? Ja, das ist das Wenigste. Also Sütterlin haben Handschrift, das lasst sie leicht lernen. Das ist nicht so schwer. Schwer sind die handschriftlichen Aufzeichnungen, wie beim Pfarrer Pehmer zum Beispiel, Mitte 18. Jahrhundert, der wurde Kirche gebaut hat in Verholz. Muss man vorstellen, da hat es dort meist, also für Menschen, die sich für Geschichte nicht so interessieren, aber hochinteressant, da hat es also Richter gegeben, die sind mit der Kutsche von Tafernwirtschaft zu Tafernwirtschaft gefahren, haben dann da ein bisschen Gericht gehalten, haben dann den einen die Hand abschlagen lassen, der andere ist aufgehängt worden. Das ist aber wirklich wahr. Und sowas, über sowas gibt es in einem Buch. Ja, also ich hoffe, dass ich die Kraft noch aufbringe. Das ist zu Ende. Ja, keiner, wo kein Schnee ist, aufgelaufen werden. Nein, es ist schon. Die Frau Metzger hat gesagt, das hat er wieder Zeit. Genau. Wie viel habt ihr eigentlich gemacht von den Büchern? 1800 war jetzt die erste Auflage. Okay. Und die zweite ist im Druck. Schauen wir mal, wie es läuft jetzt. Genau. Verlagshaus Kastner in Wollenzach.
muss man wissen. Ja. Wie viele Gerichtsbarkeiten hat es gegeben? Freising, oder? Also Kranzberg war die Blutgerichtsbarkeit, das interessiert mich eigentlich am meisten. Mhm. Da habe ich auch übrigens schon ganz einen interessanten Fall recherchiert, was also eine Räuberbande. Okay, das wird jetzt zu weit aus. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Damen und Herren, also wir bleiben dran an Ernst Keller und diesen Blutgerichtsbarkeiten von Kranzberg. Aber wie gesagt, Sie sehen, man kann auch Bücher schreiben, die verkauft werden, dann nicht auf dem Reader erscheinen, sondern halt einen ganz, ganz speziellen lokalen Bezug haben, der halt in unserem Sendegebiet liegt und damit für uns hochinteressant ist. Ich bedanke mich bei der Dame und bei den Herren, dass sie sich Zeit genommen haben, dass sie einen grünen Baum nehmen haben, das macht mir jetzt echt... Grünhof, Lehrfeld, da habe ich auch früher erlebt. Abschlussbälle, die wir nicht im Lehrfelderhof waren, sondern im grünen Hof. Dann hat sich immer der Fischereiverein Freising getroffen. Ja. Ja, ja. Also, Damen und Herren, jetzt Schluss für heute. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und Prost, die Herrschaften. Prost. Prost.